Und dann wieder von mir. Heute gibt es einen neuen Volume Talk und zwar zu Athene Illusion. Und ja, nur weil keine Kapitel Reviews mehr kommen, heißt das ja nicht, dass das Werk hier auf meinem Kanal tot ist. Wir fangen auch direkt mit Band 2 an, weil ab da geht es halt weiter, wo die Kapitel Reviews aufgehört haben. Allzu viel mehr ist allerdings auch nicht passiert. Ihr wisst ja vielleicht noch, das Ganze war ja in dem Arc im Kampf gegen Maraja und mehr passiert hier in diesem Band auch nicht. Wirklich, bis auf das letzte Kapitel in diesem Band ist das alles der Kampf mit Maraja. Also so viel. Und ja, das ist dann nach dem Kampf. Und ich war wirklich sehr, sehr überrascht, wie lang dieser Kampf geht. Und es wird auch wirklich sehr, sehr viel gekämpft. Die ersten paar Kapitel hieraus hatte ich noch als Kapitel-Review gemacht. Und ich hatte dann eigentlich gedacht, dass so ja, der Kampf im nächsten oder übernächsten Kapitel endet. Nein, ist aber wirklich nicht der Fall. Maraja beschwört noch so ein großes Monster hervor. Sie hat ja diese komischen anderen ja, Monster heraufbeschworen. Sie beschwört dann nochmal ein großes hervor, was sie irgendwie der große Elder oder so nennt. Gegen den Makoto und Athena dann kämpfen. Und ja, am Ende besiegen sie natürlich Maraja. Daraufhin geht das Schiff, auf dem sie gekämpft haben, kaputt. Maraja fällt ins Wasser, aber man lässt sie natürlich nicht sterben, sondern Makoto und Athena retten sie dann noch. Und damit endet dann dieser Arc auch quasi. Wir haben dann halt noch so ein bisschen ja, ein Kapitel, wo sie dann zu Hause sind und wo es dann darum geht, dass Athena und Makoto jetzt als Partner agieren wollen. Und damit wird dann auch im nächsten Band der nächste Arc starten. Anzumerken ist, es gibt dann mittlerweile auch ein Anime zu Athena-Illusion. Die ersten zwei Bände des Manga erzählen die Handlung des ersten Light Novel-Bandes beziehungsweise die ersten vier Folgen des Anime. Dabei sind allerdings tatsächlich alle drei Medien sehr unterschiedlich. Ihr merkt ja, hier wird sehr, sehr viel gekämpft. Das fängt ja schon am Ende vom Band 1 an, muss man sagen, wo Athena zu Maraja geht. Und hier geht es halt weit und es ist halt durchgehend der Kampf. Im Anime zum Beispiel war das jetzt nicht so der Fall. Da war der Kampf innerhalb einer Folge schon zu Ende. Und der hat auch keine ganze Folge gedauert, sondern vielleicht 5 bis 6 Minuten, während man hier halt wirklich sehr, sehr viel Fokus auf den Kampf legt. Ich bin schon wirklich gespannt, ob man das beim nächsten Arc dann auch so machen wird. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass halt ja, pro Arc halt immer 2 Bände gebraucht werden. Der Manga läuft dann noch. Ich hoffe auch wirklich, dass der Manga alle Bände der Light Novel abdeckt. Und dazu zähle ich jetzt auch Athene Illusion R, was ja die Fortführung von Storyworks ist. Und bei der Light Novel muss man natürlich ganz klar sagen, dass es halt geschrieben ist, ist sie natürlich nochmal anders. Von daher kann man sagen, wer Athene Illusion mag oder sich für das Werk interessiert, da kann man nicht einfach nur sagen, lest den Manga oder schaut nur den Anime. Schaut am besten in alle Medien rein, also Light Novel, Manga und Anime, weil sie verfolgen zwar alle den gleichen Arc, die wichtigsten Storypunkte sind halt auch die gleichen. Allerdings ist es auch immer ein bisschen anders erzählt, beziehungsweise einiges wird ausführlicher, anderes wiederum nicht. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, dass sich der Manga jetzt so, er weiß, so unterscheiden tut er sich nicht. Gut, es gab dieses eine Schulkapitel, was wir jetzt im Anime in der einen Folge hatten, jetzt nicht. Dafür hat der Manga halt wiederum andere Sachen, die wiederum jetzt der Anime oder die Light Novel nicht hat. Ja, es tut mir leid, dass ich auch gar nicht wirklich viel zu Band 2 noch sagen kann. Hier haben wir übrigens ein Bild von diesem Elder Monster. Und sie hier, Emma und Rod Kikyuin, genau so hieß sie, ist auch in dem Arc dabei. Die war ja beim Anime jetzt auch nicht beim Kampf gegen Maraja dabei. Auch hat Athene hier deutlich länger ihren Schal nicht dabei. Den bekommen sie tatsächlich erst am Ende des Arcs zurück. Und was man dann natürlich noch sagen könnte, nämlich zum Thema Erotik, da haben sich einige beim Anime ein bisschen ja, drüber beschwert. Der Anime hat halt sehr, sehr wenig Erotik.
Jetzt von der Skala her, die Light Novel hat deutlich mehr Erotik. Da sind wir auch an den ganzen, viele Bilder sind wirklich freizügig, wenn sie baden. Man sieht blanke Brüste und so. Danach kommt der Manga, weil die Charaktere oft sehr freizügig gezeichnet sind oder sehr viel Wert, eine Nahansicht auf die Brüste gelegt wird. Und am wenigsten hat wirklich der Anime. Dachte, das könnte vielleicht auch noch einige interessieren. So, das war's zum Volume Talk zu Athene Illusion Band 2. Ich hoffe mal, zu Band 3 können wir uns dann etwas länger unterhalten. Und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.